Im letzten Video haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie das Bodenpanel und die Bodenkonsolen montieren. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie die restlichen Paneele montieren. Wir beginnen mit dem Bodenpanel, das auf den Böcken platziert ist. Legen Sie etwas Styropor aus der Verpackung auf das untere Panel, um Beschädigungen zu vermeiden. Platzieren Sie das zweite Panel auf das untere Panel und achten Sie darauf, dass sich die vormontierten Laufrollen in der Laufschiene befinden, die der Rückseite der Schienen am nächsten ist. Bringen Sie die Scharniere zwischen dem unteren Panel und dem zweiten Panel an. Beginnen Sie dabei an einer Seite der Paneele und arbeiten Sie sich bis zur anderen Seite der Paneele vor. Legen Sie wieder etwas Styropor aus der Verpackung auf das Panel und legen Sie das dritte Panel auf das zweite Panel. Verbinden Sie die Paneele 2 und 3 mit den Scharnieren. Wiederholen Sie die Schritte, bis das letzte Panel montiert ist. In diesem Fall ist das sechste Panel das letzte und somit das oberste Panel. Jetzt können Sie die oberen zwei Paneele aufrichten und die Laufrollen an den oberen Lenkarmen befestigen. Mit dem Motor können Sie nun alle Torpaneele in den Schienen nach oben bewegen. Achten Sie dabei besonders auf den Übergang zwischen der Schiene und der Faltplatte, wenn das Torblatt noch nicht richtig ausgerichtet ist. Sichern Sie die Paneele mit Klemmen in den Schienen und senken Sie das Tor mit dem Motor ab. Die beiden darunterliegenden Paneele werden jetzt entfaltet. Sobald Sie sich in einer senkrechten Position befinden, können die Laufrollen an den entsprechenden Lenkarmen angebracht werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Paneele des Tores senkrecht in der Schiene stehen. Wenn sich alle Paneele in der richtigen Position befinden, können Sie sicherstellen, dass die Paneele richtig ausgerichtet sind. Falls erforderlich, können Sie an der Kabeltrommel Anpassungen vornehmen. Im nächsten Video erfahren Sie, wie Sie die Stabilisierungsstangen richtig an der Wand befestigen.